Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Es geht weiter und ihr seht schon, wir haben den Seitschritt gelernt. Du kannst einen Seitschritt ausführen, indem du L- oder R-Taste beim Bewegen gedrückt hältst. Das kommt daher, dass ein neuer Patch bzw. ein neues Update für das Spiel verfügbar ist. Es gibt verschiedene Verbesserungen. Man braucht zum Beispiel kein A mehr drücken, wenn man jetzt einen Bereich verlässt. Es wurden Dialogoptionen überarbeitet hinzugefügt, neue Gebiete wurden hinzugefügt. Und die größte Neuerung bzw. das Beste, was eigentlich in diesem Update drin ist, ist, dass man in den Fertigern jetzt, ich glaube, bis zu 10 Sachen mit einmal produzieren lassen kann, also nacheinander. Und das ist wirklich eine Erleichterung und das schauen wir uns vor allem auch zusammen an. So, wir wollen mal anfangen, wir gucken mal. Das ist dieser Seitwärtsschritt, den wir haben. Damit können wir wahrscheinlich besser gießen, besser ernten, besser pflanzen, je nachdem. So, wir müssen erstmal unser Hündchen streicheln. Sehr gut, und unsere Miez ist auch noch irgendwo. Oh, die ist wahrscheinlich schon rausgegangen. Und ihr seht, wenn ich jetzt rausgehe, brauche ich nicht mehr A drücken. Mich persönlich hat das jetzt nicht gestört, aber es ist ja dann doch schon eine Erleichterung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange nicht mehr gespielt, deswegen müssen wir uns erstmal ein wenig zurechtfinden bei uns auf der Farm. Ich muss erstmal schauen, ich habe nichts angesehen mehr, dadurch, dass ja bald der Winter kommt. Okay, wir nehmen erstmal alles raus, was in unseren Fertigern so fertig gebrutzelt ist. Diamanten können wir auch rausnehmen, vor allen Dingen das Holz können wir rausnehmen. Und das Beste ist halt, dass wir dann gar nicht mehr so viele Fertiger benötigen. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier einen Silberbarren reinlegen, können wir bis zu 10 Silberbarren hier reinlegen und die werden dann hintereinander weg erstellt. Das ist richtig geil. So, dann bekommen wir halt im Prinzip immer das Zehnfache. Wir brauchen natürlich auch das Zehnfache an Sachen, die wir hier reinpacken. Aber das ist schon okay, denke ich mal. So, dann fangen wir mal mit dem Holz an. Wir haben Illusionsholz, packen das komplett hier rein. Dann haben wir hier biegsames Holz. Ja, das können wir auch 10-mal herstellen. Weiter geht's mit dem biegsamen Holz. Das brauchen wir, glaube ich, dann am meisten. Wir können natürlich auch noch hartes Holz herstellen. So. Ah, nee, Moment. Hier möchte ich robustes Holz machen. So, und genauso geht's hier weiter. 50 Eisen, Silber und Goldbarren können wir hier in unsere Fertiger legen. Rucki zucki sind dann unsere Eisenvorkommen und unsere Silbervorkommen aufgebraucht. So, wir könnten jetzt auch nochmal Eisen machen. Silber. Und hier machen wir jetzt Eisen und das war's, glaube ich. Mehr habe ich nämlich gar nicht. Dann sieht es nämlich gar nicht so gut aus. Paprikas können wir ernten. Das ist sehr gut. Das sind 9er Paprikas. So, wir müssen uns natürlich um unsere Farm kümmern erstmal. Und jetzt muss ich mal schauen. Hier haben wir was fürs Museum drin. Heute ist Dienstag. Ich weiß gar nicht, ob das Museum da offen hat. Wo habe ich denn unser Silber und unser Holz drin? Okay, das ist hier. Also das dort rüber, die Steine hier rüber. Silber, Eisen, Gold. Wir haben 2-mal Paprika. Das hatte ich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, hier drinnen nicht. Aber hier drinnen hatte ich das. Ja. Den Paprika werde ich definitiv... Moment, ich werde den Paprika verkaufen. Dann werde ich in den Fertiger noch... oder besser gesagt in den Samen... Spender hier 10 von diesen Paprikas reinlegen, den Rest verkaufe ich. Hier unten haben wir auch noch eine Maschine. Ist auch noch so ein Fertiger. Okay, dann packen wir hier auch noch den 9er Paprika rein. So, dann muss ich mal gucken.
Hier haben wir noch 5er Paprika. Die müssten wir eigentlich verkaufen, weil ich weiß gar nicht, wann... für was können wir den eigentlich... Wann können wir den eigentlich ansehen? Moment, also ich verkaufe definitiv den jetzt erstmal. Dann gehen wir zu unseren Hühnchen, kümmern uns um unsere Sachen. Die Diamanten, die schenke ich auf jeden Fall Rayna. Es ist genau das gleiche hier wie mit den Pilzen und mit dem Honig. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viele Sachen hier. Aber das ist okay. Hier haben wir sogar eine Spornmaschine, ne? Da können wir die Pilze reingeben. Okay, wir warten aber erstmal, bis das alles fertig ist. Das ist auf jeden Fall eine große Erleichterung. Für uns und unser Landleben. Oh, ich wollte die Hühnchen gar nicht streichen. Ich wollte eigentlich die Eier aufsammeln. Weil wir können jetzt auch bis zu 10 Eiern, in diese Mayonnaise-Maschinen und so reingeben. Das heißt, ich brauche die nicht mehr verkaufen. Das ist sehr gut. So, jetzt holen wir unsere Tiere erstmal raus. Ich muss mich ein bisschen erst wieder mal zurechtfinden. Hier haben wir die Eiermaschine. Okay, hier geht mal auf jeden Fall gleich alle 3 Eier rein. Ah, hier ist ein 4er-Ei. Da haben wir leider nur 1, aber das ist okay. Kann ich hier noch was machen? Nein. Na gut, dann gehen wir noch zu unseren anderen Tierchen. Oh, die wollen alle geschoren werden. Das ist natürlich auch gut, weil die Wolle... können wir dann auch verarbeiten, beziehungsweise die Milch können wir komplett verarbeiten, je nachdem, wie viel wir dann bekommen. Und die haben kein Essen mehr. Das ist natürlich sehr schlecht. Das ist natürlich schlecht. Ich muss schauen, dass ich hier irgendwo wieder Futter herbekomme. So, wir haben hier, wir geben hier 4-mal die Milch rein und bei dem Butterfertiger 2-mal die Milch. Sehr gut. Und jetzt müssen wir die noch rauslassen. Dann müssen wir schauen, dass wir irgendwoher noch ein bisschen Futter bekommen. Wir hatten doch hier... Ah, aber das können wir hier hinten ernten. Okay. Komm mal her. Ich nehme mal mit. Ich verkaufe mal. So, und dann haben wir hier erstmal komplett... So, besorgen wir uns erstmal ein bisschen Futter. Sehr schön. So, dann haben wir hier natürlich auch noch die ganzen Steine rumliegen. Da bekommen wir Silber raus. Und Eisen. Oh, das war natürlich jetzt nicht so gut, was ich gemacht habe. Das war nicht so gut. Okay, ich nehme euch erstmal alles... Nehme euch erstmal komplett mit hier. Das Silber nehme ich auch mit. Oben haben wir sogar noch dieses Illusionsholz, was wir brauchen. Weil der Baum ist ja jetzt fertig hier. Und wir müssen überlegen, ob wir erstmal Orichalcus weitersammeln oder ob wir unsere Axt zum Beispiel ausbessern, damit wir dieses Illusionsholz leichter ernten. Weil wir haben ja diesen Wald freigeschalten, wo wir alle Sorten an Holz bekommen. So, wir gucken mal, ob hier hinten vielleicht sogar noch ein Baum gewachsen ist. Ah, das sind alles so kleine Bäume, die lasse ich erstmal noch. Und meine Tasche ist schon wieder voll. Großartig. Dann muss ich erstmal verschiedene Sachen wieder abgeben. Okay. Also wir haben auf jeden Fall definitiv erstmal Futter bekommen. Und ihr seht schon, hier ist Mayonnaise fertig. Ah, die kann ich nicht mitnehmen, weil meine Taschen voll sind. So, wir packen hier aber auf jeden Fall erstmal Futter rein, damit die versorgt sind. Der Rest kommt ins Silo. Ich brauche... ja, ich muss erstmal... Moment, hier packe ich erstmal das andere Futter rein. Dann könnte ich noch die Mayonnaise mitnehmen, die ich verkaufen kann. Das ist 4er-Mayonnaise, die kann ich natürlich wieder nicht mitnehmen. Und warum ist mein Hoppelhäschen hier draußen? So, ich muss mal schauen. Habe ich noch so eine Wolldinger hier, um Wolle herzustellen? Hier habe ich noch sowas. Okay, was haben wir denn da? Dann machen wir 2-mal Wolle hier. Und den Rest verkaufen wir. So, wir verkaufen den Honig, die Wolle, das. Das Ei kann man auch verkaufen, die Diamanten verkaufen wir nicht. Und hier wird man jetzt zum Beispiel, wir können das zwar alles jetzt
abholen hier. Aber das läuft halt im Hintergrund weiter und das ist das Gute. So, wir müssen mal schauen. Die Steine sind noch fertig. Hier oben ist auch noch Silber drin gewesen. Sehr gut. Also, 5 Stück, 9, 2, das Holz da rein. Läuft sehr gut. Jetzt hole ich mir unten das erstmal noch alles ab und dann gehen wir zu Rayna, schenken ihr einen Diamanten. Lass mich mal raus, oder besser gesagt rein hier. Hier kann ich nichts reintun, das läuft auch noch. Okay, alles gut. Hat den Donnerstag eigentlich das Museum auf? Ich glaube ja. Das heißt, weg, weg, weg. Diamant nehme ich mit und dann nehmen wir hier noch so ein paar Objekte mit. Was haben wir denn hier? Schweres Objekt, schweres Objekt, schweres, 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 schweres. Und dann sind wir sowieso voll. Dann würde ich sagen, einmal ab aufs Moped. Und es geht direkt in die Stadt. Um mit Rayna zu quatschen und ihr vielleicht sogar den Diamanten zu schenken, damit das Herzchen erhöht wird. Ich hoffe doch, das Museum hat heute zum Donnerstag auf. Das wäre natürlich sonst sehr schlecht. Hat nicht auf. Großartig, habe ich umsonst alles mitgenommen. Gerade am Donnerstag hat das... Aber hier ist Rayna. Das ist natürlich sehr gut. Ich laufe nicht nur zum Spaß durch die alten Ruinen. Es ist super wichtig, ist eine super wichtige Feldstudie. Was? Du glaubst mir nicht? Natürlich glaube ich dir. Hier, ich überreiche dir mal einen Diamanten. Wow. Oh, das ist wirklich genau mein Geschmack. Sehr schön. In Hafen liegt ein Luxusdampfer und mit ihm haben wir ein Fenster zu völlig neuen Welten geöffnet. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ich könnte mir den Luxusdampfer mal anschauen gehen, würde aber gerne nochmal ganz schnell hier oben rein, um zu schauen, was ich benötige, um mein Werkzeug zu verbessern. Also für die Orichalkos brauche ich 150.000, 5x Orichalkos, 20x Gold, 5x Illusionsholz und 20x robustes Holz. Ja, das könnte man theoretisch gesehen... Theoretisch gesehen könnte man das hinkriegen. Also der Laden hat auf. Okay, dann wisst ihr, was ich mache. Ich schaffe die Objekte weg. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich für Holz brauche. Ach, dass man sich das immer nicht merken kann. Aber die Performance hat sich eigentlich ein bisschen verbessert, würde ich sagen. Aber ich muss mich beeilen, sonst habe ich ein Problem. Nein, nicht abbauen. Ich brauche... Moment. Ich brauche 5x Orichalkos. 20x Gold. 5x Illusionsholz, glaube ich, war das. Und robustes Holz, oder? Ach, wisst ihr was? Ich nehme einfach das alles mit und hoffe, dass das dann passt. Und 150.000, ne? Aber ich habe keine Ahnung, ob ich das noch schaffen werde. Dann haben wir nämlich eine, oder die beste Axt im Spiel, die es gibt. Und wir können den Tag ganz gemütlich ausklingen lassen. Komm schon, hoffentlich passt das. Hoffentlich. Aber ich müsste eigentlich das Richtige alles mitgenommen haben. Hey! Orichalkos Axt. Die bestätigen wir. Sehr schön. Hier brauchen wir nur Orichalkos und Gold. Hier brauchen wir auch Orichalkos und Holz noch. Also 40x Gold und 10x Orichalkos Erz. Aber ich habe zumindest erstmal die bessere Axt. Damit können wir definitiv erstmal in den Wald gehen. Und noch ein paar
Bäume fällen, weil das sollte mit der Axt eigentlich kein Problem mehr sein. Also hoffe ich zumindest. Vielleicht sind aber auch nicht die Bäume noch nicht nachgewachsen. Sehr schwierig. Sehr schwierige Sache. So, jetzt müssen wir erstmal das alles abgeben wieder hier. Also, wir machen hier das, das und das kommt zurück. Dann gehen wir mit unserer Orichalkos-Axt Richtung... Oh, einen Steinbruch könnten wir eigentlich auch schauen. Dorf der Erdknöme, Holzfällerberg erstmal reisen, weil da können wir unsere neue Axt ausprobieren. Die braucht jetzt definitiv weniger Schläge als... Das sollte alles mit einem Schlag weg sein eigentlich hier. So, das ist aber nur normales Holz. Ne? Ah, der Rest ist noch nicht wirklich gewachsen. Ich denke mal, das Illusionsholz hier ist auch noch nicht wirklich gewachsen. Aber zumindest robustes Holz bekommen wir hier raus. Das ist ja immerhin schon mal was, ne? Mehr ist ja sowieso nicht drin hier. Ja gut, dann haben wir hier erstmal alle Bäume gefällt. Wir haben schon wieder 80 von diesen Knuddeltieren da gefunden. Dann nehmen wir den Rest natürlich auch noch mit hier und gehen dann... Ne, ich wollte nicht zurück zu meinem Hof. Ich wollte zu einem anderen besonderen Ort reisen noch. Nämlich in den Steinbruch. Also unser Ziel ist es definitiv... dieses Gewächshaus fertig zu bekommen, weil dort wachsen alle Pflanzen zu jeder Jahreszeit und das ist richtig geil. Und hier haben wir sogar Orichalkos noch bekommen. Hier ist sogar noch Orichalkos. Sehr schön. So. Das holen wir definitiv ab hier. Und vor allen Dingen Silber und Eisen. Ist ganz wichtig. Und Gold. Also eigentlich alles, was es hier gibt, brauchen wir. Wir können alles komplett hier einsammeln. Vielleicht haben wir sogar Glück, dass noch irgendwo ein Orichalkos-Spawn ist, aber ich glaube nicht. Doch, hier hinten haben wir noch einen kleinen Stein. Das ist sehr gut. So, alles schön abbauen. Sehr gut, vor allem das Gold und das Silber ist wichtig. Ich meine, gut, die Steine, die können wir auch gebrauchen. So, ich werde ein wenig müde. Alles gut, alles gut. So, Orichalkos haben wir. Hier oben das Gold nehmen wir definitiv noch mit. Und dann denke ich mal, war's das hier. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Ja, komm, wir machen hier alles platt. Wir machen hier alles platt. Dann können wir die zwei Steine hier oben auch noch mitnehmen. Steine können wir ja verkaufen, wenn wir da zu viel haben. So, zurück. Ach nee, ich hätte nochmal zum Dorf der Erdknome reisen können. Hätte ich mir einen Ladebildschirm definitiv gespart. So, ich glaube, Steine habe ich schon wieder mehr als genug. Die können weg. Hier kann ich auch, ja, ich denke mal 500 brauche ich nicht. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Fertiger. Kriegt man da Orichalkos rein? Aber auch nur zweimal, aber das ist egal. So. Holz kann man einsammeln. Sehr gut. Das läuft alles definitiv besser jetzt. Das ist sogar gleich fertig. So, hineingeben. Sehr gut. Dann kann das hier gleich weiterlaufen. Sieht es denn aus? Zweimal Eisen.
Das kann ich auch noch verkaufen. Das Orichalkos kann ich da hineingeben. Das Illusionsholz war noch fertig. Kriege ich da noch Illusionsholz rein? Nein. Okay, aber warte mal. 10 Orichalkos brauche ich. Wo habe ich denn 7? Na gut, das reicht nicht. Aber die Wolle und das kann ich noch verkaufen. Und dann haben wir leider schon wieder einen Tag hier rumbekommen. Ernten kann ich ja sowieso nichts. Ich müsste mal schauen, dass ich vielleicht irgendwie noch Ach, das ist auch noch alles fertig hier, ne? So, wir gucken mal hier rein. Sehr gut. Oh, das ist alles fertig. Super. Mehr Eier habe ich ja sowieso nicht, aber wir hatten hier noch einiges an. Blumen rumstehen, die ich gerne mitnehmen würde. Habe ich denn eigentlich noch Platz in meiner Tasche? Ja, ich habe noch Platz. Okay. Hallo, ich will noch ein bisschen. Da haben wir so ein komisches Stick da rausbekommen. Das ist gut. Oben konnten wir, glaube ich, auch noch was einsammeln am Blümchen. Vielleicht sollte ich mir die auch aufheben, ich weiß es nicht. Der See ist leer gepumpt, aber da ist keine Schatzkiste drin. Schade eigentlich. Nicht haken. Das ist noch ein bisschen immer ungenau noch mit der Steuerung hier. Aber ist okay, kann ich mitleben. Wir gehen erstmal zurück, unsere Sachen noch abgeben. Und dann ist der Tag leider schon wieder vorbei. Aber ist okay, sieht doch eigentlich ganz schön aus hier, unsere Farm. Wir können definitiv noch ein bisschen was umbauen, dadurch, dass wir ja nicht mehr so viele Sachen benötigen hier. Also so viel fertiger. Oh, da ist eine Eule. Die habe ich, glaube ich, schon fotografiert. Ist hier noch irgendwas fertig? Das Eisen ist noch fertig. Silber. Oh, ich bin voll. Das ist nicht gut. Weg. Das Silber muss ich auf jeden Fall einsammeln, weil das verschwindet ja sonst. Da kommt nämlich ziemlich viel Silber raus. Kann ich okay nochmal biegsames Holz nachfüllen? So, die Steine, das geht natürlich auch relativ schnell. Hier kriege ich auch nochmal gerade mal eins rein. Okay. So, Momentchen mal. Ich habe hier ja auch. Ich kann natürlich auch noch Diamanten herstellen, ne? Was packe ich denn da rein? Also 10-mal Rosa-Vier ist auf jeden Fall gut und der Rohrubin ist auch gut. Das gibt definitiv auch viel Geld. So. Kommt das wieder zurück? Den Arturit, den packe ich auch mit hier rein. Den Diamant, den kriegt auf jeden Fall noch Rainer. Und die Wolle verkaufe ich noch. So, und dann ist es schon 11 Uhr, wir sind durch. Ich würde sagen, ab ins Bettchen. Meine Miets habe ich ja gestreichelt. Ich denke mal, das war eine gute erste Folge, die ich hier nach dem Urlaub wieder gespielt habe. Und wir gehen schlafen, schauen mal, wie viel Geld wir haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich schon, dann ist bald der Herbst vorbei und wir sind im Winter. Was haben wir denn hier? 11.400 und ein paar zerquetschte. Alles klar, ihr Lieben. Das war's. Passiert was? Nein, es passiert nichts. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Zombie-Apocalypse.